Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Platin Together. Und das letzte Mal sind wir, Moment, wo habe ich hier, wo haben wir die Karte? Sind wir, glaube ich, bei den Arena-Leitern stehen geblieben. Wenn ich mich da nicht komplett irre. Aber ich irre mich da, glaube ich, komplett. Auf jeden Fall. Was wollten wir tun? Wir wollten irgendwas tun. Wir wollten die Karte öffnen, genau. Einfach um nachzuschauen, wo wir sind. Okay, wir sind hier. Ich denke, dann wollten wir erstmal zum Kampfareal hin schwimmen und währenddessen diese Route beenden. Also möglichst alles bekämpfen. Ein Seeong. Ein ziemlich cooles Pokémon, meiner Meinung nach. Aber wir flüchten, oder wir können ja mal. Oh, egal, es ist zu spät. Ich wollte eigentlich noch mal schauen, wie viele Erfahrungen die geben. Da habe ich aber jetzt auch ehrlich gesagt keine so große Lust drauf. Deswegen benutzen wir jetzt den Superschutz, falls wir welche noch haben. Falls wir noch welche haben, so. Aber wir haben keine mehr. Sehr unpraktisch, denn ich habe keine Lust, immer wieder auf solche Pokémon zu treffen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir eigentlich fast immer nur mit Schutz uns vorangekämpft. Deswegen weiß ich auch gar nicht so genau, wo welche wilden Pokémon rumlaufen. Hatten wir, glaube ich, in Pokémon Schwarz nicht so direkt gemacht. So, ein Geweiher. Ein Wasserläufer. Dann sollten wir einfach mal ein bisschen. Was sollten wir. Ein bisschen. Unlicht aufs. Tro das viel. Oh, ja, Moment, das war falsch. Naja, immerhin haben wir uns jetzt geboostet. Ist auch was. Dann machen wir jetzt einfach mal den Sondersensor. Ich denke, der sollte stark genug sein. Jetzt frage ich mich, ob der Ränkschmied überhaupt den Sondersensor verbessert. Aber selbst wenn nicht, auch nicht so schlimm. Das hier ist ein ziemlich. Das hatte ich früher immer in meinem Team. Also in der Smart-Edition ist das, glaube ich. Oder das heißt, ich hatte es immer, aber ich hatte es am Anfang, hatte ich mir das immer relativ früh gefangen. Ich fand es eigentlich ziemlich cool. Obwohl ich die Weiterentwicklung nicht so cool finde. So, dann hätten wir die besiegt. Da oben geht's irgendwo hin, wo vielleicht ein verstecktes Item ist. Glaube ich, habe jetzt aber auch nicht so direkt. So, dann machen wir einmal die Flucht und schnappen uns diesen Trainer hier. Der wird uns ja schon noch bekämpfen wollen. Besonders sind die Level von den Wasser-Pokémon immer so in unterschiedlichen Höhen, dass es sich meistens gar nicht lohnt, überhaupt gegen die zu kämpfen. Weil die so gut wie keine Erfahrung dann geben. So, jetzt machen wir mal erstmal einen Spuckball. Einfach mal zum Schauen, wie stark das ist. Nicht so stark macht aber die Spezialverteidigung runter. Auswingen. Kenne ich noch gar nicht. Na egal, machen wir. Bitte Sondersensor. Das Vieh platt. Und ein Corpuzzi. Das sollte eigentlich auch One-Hit sein.
Und das ist es sogar. Hoffentlich noch ein Level up. Ah, nicht ganz. Aber in dem nächsten Trainer. So, da unten geht's, glaube ich, nicht mehr so großartig weiter. Jetzt holen wir uns erst einmal den Pokéball da oben. Haben wir den Zertrümmerer dabei? Ja, den haben wir. Dann könnte das hier sogar ein Sonderbonbon sein. Ja, ist es sogar. Meistens sind die Sonderbonbons dann so Anführungszeichen schwer zu erreichenden Stellen, weil ein Zertrümmerer hat man ja normalerweise nicht immer unbedingt dabei. So, vor dem Flüchten, obwohl den könnten wir auch eigentlich einfach mal platt machen. Währenddessen trinke ich mal einen Schluck. So, den hätten wir besiegt. Gibt sogar einiges an Erfahrung. Überrascht mich sogar. So. Da ist noch ein Item. Ach, wir sind hier sogar Offroad quasi. Da geht es nämlich gar nicht weiter. Da gibt es nur diese Wiese. Mit Knofenser. Ah, das kommt auch immer irgendwas. Und Buschelin. Also hier kann man sich auf jeden Fall noch ein, zwei Pokémon fangen, wenn man dennoch irgendwas gebraucht hätte. Aber ich denke, hier gibt es eh nur Knofenser, Buschelin und diese fette Möwe oder was auch immer das ist. Das kenne ich ja jetzt nicht so gut aus, aber Blipper, genau. Es ist natürlich keine Möwe, aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und ich kenne eigentlich nur den Begriff einer Möwe an den Vögeln, die in der Nähe vom Wasser leben. So. Dann würde ich gerne noch einmal flüchten. Das macht schon sehr viel aus. Auch an Zeit. Wenn man Topschutz dabei hat oder allgemein irgendeinen Schutz. So, da sind nämlich überall noch Trainer verteilt. Dann schauen wir mal, welche Pokémon noch kein Level 59 sind. Okay, das sind alle. So, dann bekämpfen wir die auch jetzt mal. Ah ja. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ehrlich ganz froh, wenn wir endlich mit dem Projekt fertig sind. Weil das zieht sich doch mittlerweile etwas. Ich meine, ich mache ja eigentlich gar nicht so viel. Ich laufe immer nur die Strecken ab. Das meiste macht ja Kilian. Aber sobald wir fertig sind, kann ich nämlich endlich meinen PC upgraden. Weil ich dann auch vorhab, alles neu zu installieren, sodass meine Festplatten auch relativ wieder wenig Speicherplatz verbrauchen. Momentan benutze ich nämlich, habe ich einen Terabyte Speicher und effektiv, also wo ich verbrauche, wo ich und effektiv benutze ich vielleicht gerade mal 200 GB davon. Das heißt, ich habe quasi 800 GB für irgendeinen Schwachsinn verschwendet, wo ich nicht mal weiß, wo das herkommen soll. So. Sejong hat gerade so überlebt. Ah, dafür ist Botogel weg. Oh, Blizzard, das könnte wehtun. Ich hab sogar beide. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja.
Und auf jeden Fall, wenn ich das Ganze neu machen würde, würde ich auch die ganzen Dateien verlieren, von wegen Camtasia und Pokémon. Und das müsste ich mir erstmal alles wieder runterladen, was bei meinem Internet sehr lange dauern kann. Und dann würde ich locker ein, 2 Wochen nichts aufnehmen können. Also, natürlich könnte ich erstmal das ganze Pokémon-Gedöns runterladen, aber und die Aufnahmenprogramme, aber ich würde doch gern vorher das Projekt doch zu Ende bringen können. Dass ich das eben nicht machen muss. So, dann holen wir mal Wendigo rein. So, machen wir einfach mal die Sambombe auf Mantrax. Und der müsste eigentlich mit. Ach Moment, ich hatte auf jeden Fall Aurasphäre benutzt, deswegen war das gerade so schwach. Hab mich schon gewundert. Oder man lüge, ich habe gar nicht Aurasphäre benutzt, aber sowas definitiv um einiges stärker. Kraftreserve, okay, das wird eh nicht viel Schaden anrichten. Wird wahrscheinlich eh auf Wendigo. Ah, ne, sogar auf Nick. Bei dem macht es aber auch nichts aus. So, dann machen wir mal schnell. So, und dann machen wir eine Aurasphäre. Da ist er auf jeden Fall besiegt. Schwimmer Thorsten. Jo. Da machen wir wieder Festland. Würde mich freuen, wenn wir jetzt schon an uns zum Ziel wären. Einfach aus dem Grund, dann könnte ich unsere Pokémon heilen. Ja. Okay, dann was geschafft. So. Kampfareal waren wir da schon mal. Ich denke schon, dass wir hier. Hier haben wir, denke ich, gestartet. Ja, da fehlen sogar die Bären. Dann schlage ich mal vor, dass wir jetzt uns erstmal ein paar neue Schütze. Was soll die Mehrzahl von Schutz sein? Wahrscheinlich nichts. Wir kaufen uns einfach neuen Topschutz. Und ein paar Pokebälle. Denn der Kilian möchte ein Pokémon fangen gehen. Machen wir ein paar Superbälle. 30 Stück sollten lang. Machen wir 35, einfach mal. Weil wir es können. Wir haben genug Geld. Ich mache mal als sicherheitshalber noch 10 Hyperbälle. So, wir haben definitiv mehr als genug Geld. Und dann. Das hält 200 Schild. Guck mal, da ist das am effektivsten, denke ich. Da wollen wir einfach mal 40 Stück. Ich denke, so viel werden wir definitiv nicht mehr brauchen, aber dann haben wir es auf jeden Fall mal. Guck mal, was hat denn der Clown? Ups. So, Pokémon. Wir haben keins, das fliegen kann, dabei. Aber wir müssen zum Kraterberg. So, ich habe mal kurz Pause gemacht, damit ich auch alles richtig mache. Warum bin ich jetzt auch wieder in den Shop gelaufen? Keine Ahnung. Dann gehen wir mal uns ein Flug-Pokémon schnappen. Oder Moment, wie heißt denn die Stadt, in der wir überhaupt sind? Kampfareal. Wenn wir in Kampfareal sind, dann sind wir falsch.
Pokémon bewegen. Dann können wir einfach mal das nächstbeste holen. Oh, da haben wir. Wir haben zwei legendäre, drei legendäre sogar. Und hier in unserem Team ist auch noch ein legendäres. Komm, Chris. Du bist jetzt erstmal weg. Du hast eh das höchste Level. Dann fliegen wir mal. Ah, Auflockern gibt es doch noch. Überlebensarsenal, Erholungsgebiet, was war denn da oben? Da oben war der Kahlberg, genau. Das war nämlich mein Geda Fehler im Gedanke. Ich will nämlich zum Kraterberg. Ich dachte, da oben wäre der Kraterberg, aber das ist der Kahlberg. So, der Kraterberg müsste doch eigentlich hier irgendwo sein, oder? Ist weiter hier oben? Der müsste hier irgendwo. Ja, hier genau, hier ist der Kraterberg. Dann gehen wir nach Erzlingen. So. Jetzt wollen wir einfach mal sicherheitshalber. Ach, nee, das will ich nicht. Ja. Geht das so? Nee, natürlich geht das nicht. Dann machen wir halt Pokémon bewegen. Ich weiß gar nicht, warum es das andere überhaupt gibt. Wenn Pokémon bewegen eigentlich das Sinnvollste ist. So. So, dann gehen wir mal. Wo geht's hier jetzt raus? Der Kahlberg ist ja. Geht's ja oben lang? Nee, das ist falsch. Wir wollen östlich aus der Stadt raus. Geht es da unten lang? Oder geht es hier gar nicht lang? Naja, okay. Haben wir das Fahrrad noch ausgewählt? Wo ist das Fahrrad? Wie? Hier. So. Dann müssen wir wohl. Ich habe das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Also hier geht es sicherlich nicht zum Kraterberg. Das wüsste ich. So. Und lang? Hier müsste es doch zum Kraterberg gehen, genau. So, jetzt aber, bevor wir hier unnötige Kämpfe absolvieren müssen. Haben wir uns ja schlauerweise Schutz gekauft? Moment. Sag mir nicht. Nee. Hier ist nichts. Wo ist unser Schutz? Ist ja ganz nach oben gesch. Wir hatten noch Schutz. Wir hatten noch Schutz und deswegen haben wir unnötigerweise so viel Zeit verschwendet. Ah, da können wir kraxeln. Und da können wir Stärke benutzen. Ich denke mal, die hatten wir schon jemanden beigebracht. Chris kann Stärke, okay. So, aber hier wird doch bestimmt irgendwas versteckt sein. Das kann ja nicht sein, dass hier. Aber anscheinend ist es so. Naja, dann schieben wir mal den Stein hier weg. Und ich kann ja auch so machen. So. Weil hier ist wirklich nichts, okay. Ist da unten noch irgendein Geheimnis? Ach, ist mir eigentlich auch egal. Wenn so wichtig sind die. Gute 207, okay. Ist natürlich die Frage, sind wir hier richtig?
Ich gehe jetzt einfach mal lang. So, warum kann man hier lang? Man kann hier nicht einfach so. Oder, jetzt ist die Frage, wahrscheinlich kann man da. Ne, runterspringen kann man da auch nicht. Wahrscheinlich zum Fliegen. Um Fliegen zu benutzen, was weiß ich. So. Dann geht's halt da oben lang. Genau. Jetzt können wir einmal unten lang. Da ist aber nichts, außer vielleicht ein verstecktes Item. Oh, da oben ist aber richtig. Das ist alles schon sehr verdächtig. Ehrlich gesagt habe ich absolut keinen Plan, wo ich lang muss. Aber für mich erscheint es sinnvoll, immer weiter nach oben zu wollen. Komm, ich lasse ihn mal hier raus. Dann speichere ich hier, weil ich habe jetzt absolut keine Ahnung, wo es weitergeht. Und wir sind eh am Ende unserer Zeit. Ja gut, dann erkundet ihr wohl mit Kilian die nächste Tour, die nächste Folge. Weiterhin den Gradeberg und werdet wahrscheinlich ein neues Pokémon fangen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Das heißt, wenn das sobald das Spiel gespeichert hat, was etwas dauern kann, weil es immer so lange dauert, obwohl so lange hat es noch nie gedauert, glaube ich. Ich könnte jetzt schon das Part beenden, aber ich möchte, dass da auch wirklich gespeichert wird. Eine Riesenmenge Daten gespeichert, okay. Da haben wir doch heute ein bisschen was erreicht. Dann verabschiede ich mich und wir sehen uns in 2 Folgen. Auf Wiedersehen.